Und da sitzen die beiden, Benedikt Doll und Simon Schempp. Herzlich willkommen bei Sport im Dritten hier bei uns im Studio. Hallo. Simon, sagen Sie ganz ehrlich, ist man dann am Ende so einer langen Saison mit 25 bis 30 Rennen vielleicht sogar froh, dass es vorbei ist, auch notfalls ein Rennen früher? Ja. So eine Saison zehrt einfach unheimlich und der Wettkampfkalender ist einfach so dicht, dass man wirklich zum Schluss einfach auf dem Zahnfleisch daherkommt und dann muss man sagen, dann findet man es manchmal vielleicht nicht sehr schade, dass es der letzte Wettkampf dann noch ausgefallen ist. Benedikt, Sie sind momentan, wenn man den Weltcup zumindest als Maßstab nimmt, der 8. beste Biathlet der Welt. Wie sind Sie zufrieden mit dem Verlauf dieser Saison? Schaue ich auf das Gesamtweltcup-Ergebnis natürlich sehr. Ich hatte mir vor der Saison als Ziel gesetzt Top 15 und jetzt wird der 8. Platz draus. Also das war schon mal ein richtiger Erfolg. Es gibt immer noch viele Baustellen, an denen muss ich arbeiten und mich verbessern, vor allem am Schießstand. Aus der Sicht bin ich vielleicht nicht ganz glücklich, da habe ich mir mehr vorgestellt, aber das ganze Ergebnis passt eigentlich sehr gut. Simon, für Sie 5 Weltcupsiege, 2 Silbermedaillen bei der WM, dann aber auch viele Enttäuschungen mit Erkrankungen und Pausen. Wie sehen Sie die Saison jetzt nach Abschluss? Insgesamt eigentlich schon sehr positiv. Ich hatte wirklich super schöne Rennen, sehr, sehr gute Rennen. Wie Sie schon gesagt haben, war 5-mal ganz oben und das habe ich davor noch nie geschafft. Und von dem her war ich wirklich sehr zufrieden damit. Die Form war wirklich super, aber dann natürlich kamen einige Rückschläge und das hat schon auch gezerrt. Und immer wieder sich zurückzukämpfen, das kostet natürlich auch sehr, sehr viel Kraft. Und in einem Weltcup-Kalender ist es dann halt einfach schwer, weil auch gleich die nächste Woche wieder ansteht, wo wieder Wettkämpfe sind. Und dann ist es schwer, auch wieder sich richtig aufzubauen. Und aber ich habe immer dafür gekämpft und habe es meistens geschafft. Dieses empfindliche System Ausdauersportler mit den Erkrankungen, die Sie jetzt auch hatten, haben Sie für sich Antworten gefunden, woran es liegt, dass gerade Sie jetzt öfter erwischt wurden, dass Sie öfter ausgefallen sind? Eigentlich nicht. Ich weiß es auch nicht jetzt genau, warum oder woran es lag. Manchmal hat man vielleicht einfach so ein Jahr, wo es einen oftmals erwischt. Ich hoffe einfach, dass es in den nächsten Saisonen einfach besser läuft und glaube ich, dann passt es schon. Benedikt, Sie kennen sich schon relativ lange, waren nicht genau gleichzeitig, aber waren beide auch am Skiinternat Furtwangen. Trauen Sie Simon den Sprung zu an diesem Überathlet Foucault, Martin Foucault, vorbei? Ja, ich denke im Biathlon, also wenn man ganz oben ankommen will, ist das Wichtigste, dass man da am Skistand einfach die Nerven unter Kontrolle hat und immer stabil ist. Und das kann das Simon wie sonst keiner bei uns im deutschen Team. Und Euphorie im Publikum. Ja. Simon ist nicht umsonst auch der Schlussläufer in der deutschen Staffel, weil er einfach sicher am Skistand ist und läuferisch, wenn er an den Start geht, eigentlich immer richtig gute Rennen macht. Und ja, wenn man da immer dabei sein kann, dann warum nicht? Heißt für Sie, um aufzuschließen auf diese beiden zum Beispiel, vor allem beim Schießen in diesem Sommer richtig hart arbeiten? Ja, genau. Also ich denke mal, man kann da noch so viel im Training trainieren. Das Schießen im Wettkampf ist immer was anderes und man braucht einfach eine gewisse Anzahl an Wettkämpfen, um da sozusagen das im Wettkampf zu lernen. Und da habe ich dieses Jahr viel Erfahrung gesammelt und will nächstes Jahr das dann auch wieder fortsetzen. Nicht nur beide in Furtwangen gewesen, sondern beide auch mit dem Trainer Steffen Hauswald zusammengearbeitet. Und wir haben uns mal so ein ganz bisschen auf Spurensuche im Schwarzwald begeben, beziehungsweise hat das für uns der Kollege Michael Bollenbacher gemacht. Das Skiinternat Furtwangen und Steffen Hauswald. Hier steht die Wiege des Erfolgs und er war der Talentschleifer von Simon Schempp und Benedikt Doll. Der Jugendtrainer formte und förderte den damaligen Biathlon-Nachwuchs und erinnert sich an zwei unterschiedliche Charaktere. War immer lustig, wenn der Benni dann so zum Training kam und so hoppla hopp und immer so in der Erwartungshaltung, was wird jetzt passieren? Hat er einen Stopp vergessen oder hat er einen Schuh vergessen? Aber wenn es dann auf den Punkt hinkommt, also zum Training, zum Schießtraining, zum Laufen zu kommen, dann hat es funktioniert. Simon Schempp, knapp 2 Jahre älter, schon etwas reifer und gesetzter.
Wenn Simon um die Ecke kam, dann war für mich klar, es ist alles gerichtet. Er hat sein Trainingssortiment zusammen und jetzt kann es losgehen. In der Kaderschmiede im Schwarzwald vereinten die beiden Talente Sport und Unterricht, machten Abitur, drückten die Schul- und die Hantelbank. Auch hier war Simon Schemp einen Schritt weiter. Simon war immer sehr kräftig und natürlich auch 2 Jahre älter, klar. Und der Benni hat versucht, dann dem Simon sein Gewicht zu bringen. In einer Disziplin war aber der Jüngere dem Älteren schon damals meilenweit voraus. Benni ist ein Gourmet-Koch, will ich jetzt mal sagen. Hat schon früher auf Lehrgängen, wenn wir unterwegs waren, ob es Radlehrgang war oder eben zum Paddeln oder zum Klettern, war der Benni immer unser erster Ansprechpartner, wenn es dann mal darum ging, was Feines zu kochen. Eine gute Figur machte Benni auch auf Kufen. Das Verhältnis Trainer-Schützlinge war herzlich und wirklich nie eine haarige Angelegenheit. Ich habe gesagt, wenn Sie eine Goldmedaille holen, dann lasse ich mir die Haare abschneiden. Also sozusagen eine Glatze machen. Das Resultat fast so glänzend wie die Karrieren seiner beiden Schützlinge. Benedikt, wollen Sie irgendwas aus dem Beitrag gerade rücken? Oder können wir das so weit stehen lassen? Ihr habt gut recherchiert. Wunderbar. Gibt's noch einen guten Kontakt? Der Steffen Hauswald hat mir gesagt, dass ihr auch direkt nach der Saison noch mal zusammensaßen. Gibt's einen guten Kontakt noch? Und ist er ein wichtiger Ratgeber für Sie auch? Ja, vor 3 Tagen war ich bei denen daheim zu Besuch. Haben ja Zwillinge, auch als Nachwuchs. Und nö, mit der Simone und mit dem Steffen eigentlich, ja, auch im Sommer, wenn ich dann daheim bin, dann trainiere ich auch meistens bei denen. Bis ich dann sozusagen wieder an die großen Stützpunkte gehe, weil ich ja dann noch daheim studiere bis Ende Juli. Simon, wir haben hier an die Wurzeln geguckt. Wann ist so dieser Punkt erreicht, wo man sagt, ich kann mein Hobby vielleicht zum Beruf machen und kann Biathlon-Profi werden? Ja, schwer zu sagen. Es entwickelt sich einfach so. Aber ich denke, wenn man den Schritt macht, um dann auf ein Internat zu gehen, auf ein Sportinternat zu gehen, ich glaube, dann hat man schon das Fernziel irgendwann, das auch dann als Profisportler machen zu können. Wir haben einen O-Ton von Ihnen aus der Vergangenheit, wo Sie schon relativ sicher waren, dass es vielleicht klappen könnte oder beziehungsweise über Ihre Wünsche geredet haben. Ja, natürlich wäre es schön, mal im Weltcup starten zu können, bei Olympischen Spielen. Ja, das ist eigentlich schon das Fernziel. 19 Jahre damals mit großen Zielen und das ist ja auch alles noch gut erreichbar. Benedikt, Biathlon ist inzwischen eine der beliebtesten Sportarten in Deutschland geworden. Sonntag für Sonntag im Winter sitzen da Millionen Leute vor dem Fernseher. Wie sehr betrifft das vielleicht auch Ihr Privatleben? Eigentlich nicht. Also ich kann noch einigermaßen in der Öffentlichkeit rumlaufen, um nicht erkannt zu werden. So schlimm ist es jetzt noch nicht. Hieße, wenn Sie mit 75.000 Euro im Taxi sitzen, wäre kein Problem, oder? Bei mir waren es, wenn Sie fragen, war es dummerweise 100.000. Ah, nicht im Ernst? Nee. Okay. Die Probleme habe ich eigentlich nicht. Wie ist es, Simon? Wird man auf den Straßen angesprochen? Ist das inzwischen schon so? Oder ist man durch diese Ausrüstung im Fernsehen, dass man gar nicht so oft gesehen wird, ein bisschen geschützt? Man ist schon geschützt, aber es wird immer häufiger. Aber ich wohne ja in Ruhpolding und da ist einfach normal, dass viele Wintersportler da auch zum Einkaufen gehen und so auf den Straßen unterwegs sind. Also da ist es ja eigentlich nichts Besonderes und von dem her hält sich da auch schon in Grenzen. Wie läuft es jetzt nach der Saison? Kann man sich da auch mal Sofa, Bier, Chips so ein bisschen ausruhen, gönnen oder geht es gleich in irgendeiner Form weiter? Ja, also der April ist so ein bisschen zur freien Verfügung freigestellt. Ich werde jetzt aber nochmal ein Rennen machen, so ein Einladungsrennen, ist aber mehr Show, also nichts Ernstes noch. Und danach aber nochmal 2 Wochen irgendwo an den Strand in Urlaub gehen und dann Anfang Mai geht es dann wieder weiter. Benedikt, bei Ihnen ist es auch nicht so, oder generell ist es im Biathlon nicht so, dass man nur der Profi ist, sondern man kann auch nebenbei schon was machen. Sie studieren zum Beispiel Marketing und Vertrieb. Gibt es da jetzt gleich Pflichtaufgaben in den nächsten Wochen? Ich habe sozusagen eine Woche verpasst, aber das ist immer, denke ich mal, ein vertretbarer Aufwand, oder was ich verpasst habe. Und ja, jetzt bin ich wieder in Furtwangen fleißig am Studieren, aber ich finde es jetzt keine zusätzliche Belastung, weil es einfach was ganz anderes ist als jetzt Wintersport sozusagen. Gleich greifen Sie trotzdem beide nochmal für uns zur Waffe im großen Duell mit Felix Magath. Darauf freuen wir uns.